Vampire Weekend, die positivste Indie-Band der Welt, ist zurück. Mit neuem Album nach 6 Jahren Pause. But every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. In a fight with a word in mind, never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't want to live like this, but I don't want to die. Aber ist denn alles immer nur eitel Sonnenschein bei Vampire Weekend? Jedes Album hat auch glückliche Lieder, von Vampire Weekend zumindest. Manche Musiker schreiben ja niemals in Dur. Bei uns gibt's das sehr oft. Andererseits, wenn ich darüber nachdenke, wann ich die ersten Songs geschrieben habe, ich hatte auch schon einige dunkle Nächte am College. Die dunklen Nächte verwandeln sich bei Vampire Weekend in einen wunderschönen Sonnenaufgang. Ihre Musik wirkt lebensbejahend und liebenswert verspielt. Ezra Koenig singt über Liebe auf dem College Campus, Architektur und Interpunktion. In frühen Vampire Weekend-Tagen war ich als Gitarrist total begeistert von zwei Sachen. Ich liebte Johnny Marr von den Smiths und Orchestra Baobab aus dem Senegal. This is Time Crisis with Ezra Koenig. Über seine Vorliebe für Independent und westafrikanische Musik spricht Ezra Koenig auch in seiner eigenen Radiosendung Time Crisis. Letztes Jahr arbeitete er mit der westafrikanischen Gesangsikone Angelique Kidjo zusammen. Ezra singt auf einem Tributkonzert ihre Songs und hat mehrere Auftritte auf ihrer letzten Platte. Übrigens ein Talking Heads Tribute-Album. In der Tradition ihrer New Yorker Kollegen Talking Heads stehen auch Vampire Weekend. Sie werden in den Nullerjahren für einen Genre-Mix gefeiert, den sie Upper West Side Soweto nennen. Und sie selbst feiern gerne mit. Die Medien und Fans stürzen sich vor allem auf Posterboy und Vorzeigehipster Ezra Koenig, der sogar einen Gastauftritt in der Erfolgsserie Girls bekommt. These like all your new friends, or that bad? No, no, it's just everyone's so cool. It's like, why aren't you guys having this party in Tulum? Or... You want a drink? Yeah. So I go to see Marina Abramović at the moment, and I honestly think I'm going there just to support her. And then suddenly, I'm sobbing, which I never do. I've seen you cry like 6 or 7 times. Are you enjoying this fucking party I'm throwing you, Strider? I really felt like the party was over. Ich dachte damals, die Party ist vorbei. Auf das dritte Album schaue ich heute zurück als mein Quarter-Life-Crisis-Album. Es ist voll von schweren Themen wie dem Tod. Aber so habe ich mich damals wirklich gefühlt. Das war eine harte Zeit für mich. Ezra zieht sich erstmal zurück. Er schreibt und produziert die melancholische Anime-Serie Neo Yokio. See you, Lexi. See you, Galib. God, I miss Kathy. She loved ice cream. Come, sir. There's always a silver lining. Now that you're single, your name's officially on the Bachelor ranking board in Times Square. It's an honor to top the Bachelor board. Samples aus Japan, Rave aus Manchester und natürlich wieder Gitarren aus Afrika. Die bestimmenden Sounds des neuen Albums von Vampire Weekend. Keyboarder Rostem Batmanglitsch hat die Band verlassen, um sie jetzt nur noch zu produzieren. Thematisch geht es um einen Neuanfang in L.A. und einen traurigen Blick zurück auf New York. Und dann geht es noch ums Vaterwerden.
Es ist nur Zufall, dass das Album Father of the Bride heißt und ich jetzt selber Vater bin. Als ich herausfand, dass ich Vater werde, hatte ich den Großteil des Albums schon geschrieben. Für mich stehen Begriffe wie Hochzeit, Vater der Braut oder Ehe exemplarisch für die Beziehungen und Verpflichtungen von Erwachsenen. Oder vielleicht meint Ezra mit dem Albumtitel auch den Vater seiner Freundin. Niemand Geringeres als Starproduzent Quincy Jones. 28 Grammys hat der schon gewonnen. Tochter Rashida und Ezra haben aber auch schon abgeräumt. Eines Tages wäre es vielleicht ganz schön, wenn wir unsere beiden Grammys nebeneinander aufstellen, sodass unser Sohn sie sehen kann. Oder vielleicht wäre es doch besser, wir vergraben sie im Hinterhof und zeigen ihm stattdessen zwei bescheidenere Objekte, die uns aber mehr bedeuten. Hoffentlich haben wir ihn nun nicht in die nächste Sinnkrise gestürzt.